Jetzt weiß ich auch, warum das hier so ist. Ja. Die Aliens sind schuld. Natürlich. Wer sonst? Und ich falle natürlich in Lava. Selbstverständlich. Hey Leute, was geht? Keine Beispiele mehr zu geben. So Leute, willkommen zu einem neuen Roblox Gameplay. Und Leute, ich habe mich verirrt. Ich wollte eigentlich nur ein paar neue Spielzeuge für Spiel mir Kinderspielzeug kaufen, für eine neue Slime-Challenge und so. Und dann bin ich einfach mal in Toys R Us gegangen und anscheinend ist das ein Fake-Toys R Us. Weil hier müssen wir jetzt entkommen und hier ist überall Lava und so und they're going to eat us. Warum wollen die Spielzeuge uns essen? Verstehe ich nicht. Nein, Leute, natürlich nicht. Das ist eine Roblox-Obi, mal wieder. Ihr wisst Bescheid. Und wir wollen hier mal wieder aus einem bösen Toys R Us entkommen. Ich glaube, Toys R Us gibt es so ja gar nicht mehr. Oder habt ihr bei euch in der Stadt noch ein Toys R Us? Also bei uns hier in Bielefeld, da heißt jetzt irgendwie anders. So, vielleicht deswegen, keine Ahnung, weil die auf einmal hier so bei Roblox böse geworden sind. Nein, natürlich nicht. Also bitte, bevor ich hier irgendwas, das ist falsch, was ich hier erzähle. Ja, also, ist ja auch egal. So, wir sind hier in einer Roblox-Obi und wir wollen entkommen. Die Spielzeuge scheinen verrückt geworden zu sein. Und wir wollen hier natürlich entkommen. Überall Lava. Ey! Ach, das ist ein Fließband. Okay. Wow! Was ist das hier für Lava-Menschen? Oder weiß ich nicht, Lava-Zombies? Lava-Zombies, ja, guter Name. Gefällt mir. So, und überall läuft hier Lava runter. Wir haben da sogar einen Drachen. Ja, vielleicht das. Vielleicht ist ein Drache hier bei Toys R Us. So, schnell hier durch. Hier auch schnell durch. Okay, kein Problem. Jetzt müssen wir hier über die, würde ich mal sagen, Hot Wheels Autos. Wobei, das sind ferngesteuerte, ne? Das sind keine Hot Wheels. Okay, wie komme ich da rüber? Okay, ganz easy. Ja, ihr braucht gar nicht zu gucken. Ich komme da gar nicht hin. Irgendwas scheint hier auf jeden Fall schiefgelaufen zu sein. In diesem Toys R Us. Vielleicht, weil hier halt keiner mehr ist, ne? Und kann ja sein. So, jetzt müssen wir hier den richtigen Weg wählen. Okay. So, hier wurde gesagt, es gibt hier auch... Ja, okay. Fail! War sowieso sowas von klar. Okay, erst hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir da lang. Und dann durch die Mitte. Und das war natürlich falsch. Wie sonst auch immer. Ich kann ja nie den richtigen Weg wählen. Nie. Never. Niemals. Was war das, Mitte? Ich sag wieder links. Yes. Okay, dann geht es jetzt hier rüber. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht vom Drachen gefressen. Habe ich jetzt gar keine Lust zu. Okay. Ich denke mal, dass die ganzen Spielzeuge sonst auch vielleicht in der Lava sind. Okay, hier wird es jetzt ein bisschen tricky. Oh, 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 ja. Wir uns einer aber veräppeln, du. Hier durchfallen. Fallen wir hier durch oder ist... Ich weiß es nicht. Egal. Es geht jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Das könnte hier so ein Glurak sein. Das sieht für mich immer aus wie Glurak. Natürlich gibt es auch ein riesiges Auge. Warum auch nicht? Ich kenne das sonst von Super Mario. Da gibt es auch so ein super, so ein riesiges Auge. Ach, guck mal. Den haben wir gar nicht gesehen. Was ist mit dir denn los? Ja. Von Plants vs. Zombies wahrscheinlich. Und hier Toys R Us. So, vielleicht. Es kann nicht sein, dass wir jetzt schon entkommen sind, oder? Das wäre ja zu einfach, Leute. Amazing to you have escaped the story. Let's move on. Okay. Wow! Was ist hier denn los? Und das nur, weil hier im Toys R Us die Krise ausgebrochen ist? Ja gut, okay. Es geht weiter, aber uns freut das. Denn dann ist die Obi hier auch noch nicht zu Ende. Ist ja klar. Ich glaube, die Aliens sind... Vielleicht ist das ein Alien-Toys R Us. Ja, ich glaube schon. Weil die Aliens sind ja da. So sieht es zumindest aus. Okay. Tomate oder Kürbis? Was soll das sein? Von der Farbe her eher Tomate. Von den sonstigen Sachen eher Kürbis. Okay, was haben wir denn da? Das ist, nee, das ist ein Spielzeug. Ach, das ist das Optimus Prime? Ich glaube, das ist ein Transformer. Schauen wir gleich mal. Wir haben jetzt hier erstmal ein paar Teddys. Ja, das sind Aliens, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich auch, warum das hier so ist. Ja. Die Aliens sind schuld. Natürlich. Wer sonst? Und ich falle natürlich in Lava. Selbstverständlich. Okay, es... Achso, ich wollte schon sagen, wo sind die Teddys denn? Das ist ja ein Riesen-Alien. Oder wir sind halt auf einem fremden Planeten. Das kann natürlich auch sein. Dann würde das hier einiges erklären. Okay. Oh, das ist mal gut. Das ist mal gut. Ne? Also paar... Sonst würde ich hier zu Optimus fallen. Und Pokebälle haben wir natürlich auch. Ich glaube, die haben alle Sachen aus dem Toys R Us geklaut und auf dem Planeten verteilt. Wenn ihr gezahlt habt, ist ja in Ordnung. Aber ich wette, ihr habt dafür nicht gezahlt. Und ich sterbe hier die ganze Zeit. Also bitte. Ja, langsam ist aber auch mal gut, ne?
Okay, jetzt geht es über die Pokebälle. Ich sag, das ist Glurak, Bisasam, Shiggy, Lutexo und Pikachu. Okay, jetzt sind wir hier bei Optimus Prime. Tut mir leid, Optimus. Hätte sich aber auch selber verteidigen können, ne? Gegen die Aliens. Okay, es geht weiter. Was sagt uns hier der Sergeant? You're almost there. You're amazing. Ja, ich weiß, dass ich amazing bin. Also bitte, das braucht mir keiner sagen. Ja, wobei doch, ich höre es ganz gerne, um ehrlich zu sein. Jetzt wird's hier ein bisschen schwieriger. Es fängt schon mal gut an. Ja, ist klar. Nervig. Hoch 10, ey. Das ist ja richtig nervig hier gerade. Jetzt kann ich natürlich gleich sterben. Puh, okay. Oh, da, ja, da sehe ich's. Oh, ist das nicht hier der von Lego? Emmet? Ich glaube schon. Ja, wie soll man das denn bitte schaffen? Kein Checkpoint. Ach nee, dazwischen ist einer. No! Emmet! Kannst du mir auch helfen, anstatt da so sauer zu sein? Sag mal, willst du Ärger? Willst du einfach nur hier drauf? Auf die Wand, Mann! Spring auf die Wand! So. Jetzt hier. Mach das nicht, das hat weh! Der Tisch kann nicht mit Zuckerwatte irgendwie gepolstert sein. So, okay, let's go. Yes, Emmet! Hast du gesehen? Weiß nicht, warum Frankenstein da ist. Oder Dr. Frankenstein. Das ist ja nicht das Monster, sondern der, der das Monster erschaffen hat. So, ein paar Erinnerungsfotos natürlich fürs Familienalbum. Muss sein. Vom Alien-Angriff auf Toys R Us. Okay, hier ist ein bisschen was für den Sock. Oh Gott. Also wirklich angekommen bin ich ja noch nicht, ne? Aber ich finde das hier mit der Leiter finde ich eigentlich relativ gut. Oh Gott. Guck mal, ich sage, ich fand das hier mit der Leiter relativ gut und jetzt sterbe ich natürlich, aber ihr habt mir einen Tipp gegeben mit Charakter zurücksetzen. So, okay, ich versuche es nochmal. Okay, dann geht es hier jetzt. Ich wollte doch nur an die Leiter da springen. Mehr nicht. Oh, guck mal, am Ende kann man ein iPhone gewinnen. Nein, doch nicht. Sondern einfach nur hier. Ja. Ist aber cool. Ich wusste gar nicht, dass es bei Toys R Us auch iPhones gibt. Gibt es wahrscheinlich nicht, aber ist ja auch egal. Ja, Basketballer, die gibt es da und natürlich. Na klar! Ich sehe schon, da hinten ist das Ziel. Komm schon, gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft und wir sind aus diesem Toys R Us entkommen, der von Aliens angegriffen wurde. Oh, jetzt wird es aber nochmal. Boah, jetzt wird es aber nochmal richtig schwierig. Aber sowas von. Leute, wir haben hier im Raum einfach mal, glaube ich. Ich schau mal gerade. 30 Grad. Ja. Wieso auch nicht? Und yes! You escaped the Toys R Us. Sehr gut. Freut mich. Oh, wir können uns jetzt hier sogar als Iron Man verkleiden. Will ich jetzt auch. Bin ich Iron Man? Okay, irgendwie morph ich mich. What? Okay. Warum bin ich Spider-Iron Man? Komm, jetzt schon. Jetzt klappt's. Ja, ich bin Iron Man! Und habe... Ja, Iron Man, du hättest auch vorher kommen können. Ne? Also, man hätte uns auch hier befreien können, meiner Meinung nach.
Oh, guck mal, da hinten ist auch noch was. Kann man denn nicht da hinten hinfliegen? Bestimmt, oder? Bestimmt. Ja, wobei, also so viel Speed ist das dann doch nicht. Na egal. Leute, wir sind aus dem Toys R Us entkommen, der von N jetzt anscheinend angegriffen wurde. Und die Avengers haben einfach nur zugeguckt. Ja, vielen Dank dafür, für gar nichts. Natürlich waren sie nicht Teil, sondern sind einfach nur hier die Skins. Ist ja auch jetzt egal. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr wollt, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Auch gerne die Glocke aktivieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, könnt ihr weitere Videos abchecken oder auch gerne Instagram. Oh, schöner Hut. Würde ich so zwar nicht tragen, aber ist egal. Kahn-XY auf Instagram. Und jetzt, Leute, macht's gut. Ich gehe mir ein Eis holen. Ciao.